Yo, servus Leute und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Tomb Raider. Letztes Mal sind wir hier durch dieses kaputte Dorf da gerannt, haben einen so einen komischen Gegner getötet und haben eine neue Fähigkeit erlernt. Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Jo, genau. Da ist auch das Flugzeug abgestürzt, was uns eigentlich retten sollte. Und jetzt schauen wir doch mal. Wir gehen jetzt zu Ruff. Zu Ruff. Genau. Schnack. Ah, guck mal, was wir hier haben. Das hätte ich doch glatt wieder übersehen. Ach nö. Hier drüben! Ja. Auf die Rolle. Na. Ah. Neue Ausrüstung, Seil, sehr schön. Ah, mittlere. Ah ja. Ja, ist das denn geil? Hammer. Oh Gott. Ach, Schmack. So, die hätten wir erledigt. Also, das ist echt genial mit der Seilpfeil, wie es hier genannt wird. Das gefällt mir. Ich würde sagen, wir springen hier erstmal so rüber. Passt doch. Dann nehmen wir das damit. Okay. Okay. Wir springen einfach wieder hier rüber. Hep. Seidumwickelte Objekte heranzuziehen. Ah. Na, guck mal an. Und. Hopp. Passt. Und die sind dead. Kann man das nehmen? By the way. Oh. Okay. Ja, okay. Wir laufen einfach mal weiter. La 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 la. Oh ja, ich hätte die Typen vielleicht looten sollen da unten. Alle. Das habe ich jetzt ein bisschen verpeilt. Okay. Und hep. Bergungsgut können wir immer brauchen. Pfeile sind voll. Die Pfeile haben gesoffen. Okay, der wird auch langsam alt. So. Nachladen. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Seilbrücken. Drücken sie eben. Ach so. Ja. Hoppa. Das ist echt genial gemacht. Das gefällt mir wirklich. Und Shift. Boah. Tier.
Oh, jetzt, wie kommen wir da hoch? Na, ist ja auch egal. Wir beschäftigen uns hier nicht mit Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Und laufen weiter. Wo ist denn Roth überhaupt? Da hinten. Laufen wir denn richtig? Sieht so aus. Ah. Natürlich. Bam. Wieso? Okay, passt. Bergdorf, aktuelle Position. Hier waren wir doch schon mal, oder? Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Copilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Wow. Da hat Roth leider recht. Verluste passieren einfach. Und Opfer entscheidet man selber, ob man die bringen möchte oder nicht. Und Lara hat sich dafür entschieden, dass wir kein Opfer bringen wollen. Ich bin da auch dafür. Denn Opfer bringen ist immer scheiße. Und App. Boah. Das hat sie mir echt gerade. Oben finden wir niemanden. Das hat mir wirklich gerade Schreck eingejagt. Gute. Ich geh runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruinen. Habt ihr's gehört? Hier rüber! Juhey! Nehme dies! Ihr Schelme! Oder so. Ihr Schergen! Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Roth. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Ja, wir haben eine Statue erleuchtet. Gut so. Mensch, Lara, jag mir nicht immer so einen Schreck ein jetzt. Lauf hier hoch. Alter. Dann geht doch. Hui. Ah, da unten ist das Flugzeug abgestürzt. Okay. Ah, da drüben müssen wir hin. Wie heißt denn überhaupt der Typ, den wir retten müssen? Captain Jessop, Jessop, wie auch immer. Da ist das Signal. La 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 la. Ah, da oben. Yep. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich erzählen soll, aber wir werden jetzt diesen Captain da mal retten, wenn es sein muss. Nee, natürlich machen wir das gerne. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Ich brauche Hilfe! Scheiße! Bleib von der... Ach du Heiliger. Okay, das ging jetzt ein bisschen zu schnell.
Wir sollten, glaube ich, warten, bis die sich mal umdrehen. Ich würde mich echt gerne noch umschauen, aber ich würde auch gerne wissen, wie es weitergeht. Deswegen werde ich mich mal umschauen, wenn ich es alleine nochmal zocken werde. Weil ich werde es auf jeden Fall nochmal alleine zocken. Ohne euch. Die wenigen, die zuschauen. Ja. Also diesmal. Komm schon, wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Hilfe! Oh, Mist! Ah, auf da! So. Das Problem haben wir gelöst. Ah, da ist noch so eine Statue, die wir anzünden könnten. Wenn wir schon dabei sind, können wir es ja gerade machen. So. Ich lauf erstmal hier rein. Ah ja, hier waren wir doch schon mal. Oder? Ja, klar. Da sind wir, von da unten sind wir damals hoch. Wenn mich nicht alles täuscht. Sind dann, ich glaube, da hinten weiter. Ja, jetzt kann man doch gerade mal ein bisschen die Aussicht genießen. Die Berge, die Bäume und die Welt an sich ist wirklich schön gestaltet. Lob an die Entwickler. Mein Timer sagt mir gerade, das war's, aber ich werde ein bisschen Überlänge machen. Wenn ihr euch fragt, ja, wie viele Minuten hat er sich denn so vorgestellt für seine Folgen? Also ich versuche meine Folgen immer so 12 Minuten lang zu machen. Geheimes Grab. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach noch an. Ich hoffe wirklich, dass hier keine Gegner kommen. Weil sonst werden die ziemlich auf die Fresse kriegen. Wow. 2 von 2 Teilen gefunden für den Bogen. Okay. Das hört sich doch nicht schlecht an. Hier. Es ist ein bisschen dunkel. Irgendwie. Ich finde es lustig, also die Höhlen, die sind ja immer recht schön gemacht und alles, aber alle des Aufstiegs. Okay, irgendwie ist es ja was Antikes, aber trotzdem brennen hier seit hunderten von Jahren natürlich diese Lämpchen da an der Seite. Halle des Aufstiegs heißt, wir müssen wahrscheinlich da hoch, in einer bestimmten Zeit vielleicht, ich weiß es gar nicht. Also hier können wir auf jeden Fall mal unseren Lagerplatz anschauen. Recurve-Bogen. Das hört sich geil an. Ich weiß gar nicht, kennt ihr denn den Unterschied zwischen einem Recurve und einem Compound-Bogen? Ich glaube, ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Schlüsselring aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Weiß nicht, brauchen wir das eher nicht im Moment. Das Dingen würde ich sagen, mehr Magazin ist immer gut.
größeres Magazin. Oder was das auch war. Kann man hier denn speichern überhaupt? Dann würde ich nämlich hier speichern und das in der nächsten Folge weitermachen. Beziehungsweise ich würde sagen, ich mache jetzt einen ganz kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder.